Hallo Freunde, ich möchte unter dem Titel Ägyptische Figuren, wer ist wer, who is who, einige Erklärungen abgeben zu Produkten, die jeder Tourist schon einmal bei einer Reise durch Ägypten gesehen hat. Es handelt sich in der Regel um sogenannte Touristenware, die auf jedem Basar angeboten wird. Es ist Ware, die relativ gut ist und es gibt auch Ware, die weniger gut ist. Schauen wir uns mal hier eine Figur an, dann wird die jeder schon mal in irgendeiner Form gesehen haben. Es ist also eine Figur, so vom Gewicht rund ein Kilo schwer. Und die Folge, die sich daraus ergibt, ist, dass man vielleicht eher ein Problem hat, sie nach Deutschland heil zu bekommen. Aber was die meisten nicht wissen, es sind vorrangig Götter aus der pharaonischen Zeit. Es gibt gute und es gibt schlechte Kopien. Und wir wollen uns einiges mal anschauen, um darüber reden zu können, wer ist wer. Hier habe ich eine besonders schöne Figur, die man sicher so in dieser Form nicht kaufen kann. Das ist die Figur von dem sogenannten Schöpfergott Ptah. Ptah ist in der Zeit, als Memphis die Hauptstadt der beiden Reiche waren, also Ober- und Unterägypten wurden ja zu einem Reich, also die beiden Länder wurden zu einem Reich zusammengeführt, war also Ptah der sogenannte Schöpfergott, der also sehr, sehr identisch mit der christlichen Religion übereinstimmt. Und auch er schuf also mit dem Wort seine Welt. Und diese Figuren sind also nachgearbeitet worden. Hier sieht man also sehr deutlich, hier hat sich ein Künstler dran gesetzt und hat also an dieser Figur einiges getan. Er hat also eine schöne Figur draus gemacht. In der Regel gibt es diese Figuren entweder in Schwarz oder in Braun. Das ist also das, was wir in der Regel finden. Und je nachdem, was sie für ein Verhandlungsgeschick haben, kann man also davon ausgehen, sie zahlen auf einem Basar zwischen 20 und 30 Euro für so eine Figur. Ich habe dann bei dieser Firma in Berlin angerufen, habe von denen die Auskunft bekommen, dass es eine Rechnung aus 2009 ist, die man an mich geschickt hat, aber unter der... In meinem Internetshop Karawane, also Ägyptenshop, die Adresse steht unten, ägyptenshop.com, können Sie natürlich diese Figuren alle kaufen. Und ich bin sehr oft in Ägypten, um wieder neue Ware zu besorgen. Und vielleicht äußern Sie auch mal anhand einer Wunschliste, welche Figuren Ihnen besonders gefallen würden, was Ihnen am Herzen liegt. Und bei einer der nächsten Reisen wäre es überhaupt kein Problem, diese mitzubringen. Nun wäre natürlich mal die Frage noch zu klären, aus was sind diese Figuren hergestellt? Diese Figuren werden alle in Handarbeit hergestellt und das sind uralte Familien, die sich also mit dieser Technik auseinandersetzen. Und diese Figuren werden also angemischt in Form von Steinmehl. Und dieses Steinmehl wird versetzt mit entsprechenden Leimanteilen. Und dann wird es in Form gegossen. Steht, muss ungefähr 3 Tage stehen, bis es getrocknet ist. Und nach den 3 Tagen können dann diese Figuren farblich behandelt werden. Also schwarz, braun, rot, blau. Man kann also alles Mögliche verlangen, was man möchte. Und die Problematik ist eben nur der Preis. Und wir haben ja heute große Probleme in Ägypten, weil kaum Touristen da sind. Und da kann es schon mal passieren, dass Ihnen ein Basarhändler sagt, also wenn du diese Figur haben willst, dann ist diese Figur schon mal 30, 40 Euro wert. Die kann auch 50 Euro gehandelt werden. Und es liegt jetzt an ihrer Intelligenz zu sagen, ja, ich bezahle es oder ne, ich bezahle es nicht. Im Schnitt denke ich aber mal, mit 30 Euro ist so eine Figur gut bezahlt. Das wäre es mal für heute gewesen. Das nächste Mal stelle ich eine andere Art Figur vor, zum Beispiel den Gott Anubis. Und da sage ich mal tschüss. Bis zum nächsten Mal.
in meinem Internetshop Karawane, also Ägypten-Shop, die Adresse steht unten, ägyptenshop.com, können Sie natürlich diese Figuren alle kaufen. Und ich bin sehr oft in Ägypten, um wieder neue Ware zu besorgen. Und vielleicht äußern Sie auch mal anhand einer Wunschliste, welche Figuren Ihnen besonders gefallen würden, was Ihnen am Herzen liegt. Und bei einer der nächsten Reisen wäre es überhaupt kein Problem, diese mitzubringen. Nun wäre natürlich mal die Frage noch zu klären, aus was sind diese Figuren hergestellt? Diese Figuren werden alle in Handarbeit hergestellt und das sind uralte Familien, die sich also mit dieser Technik auseinandersetzen. Und diese Figuren werden also angemischt in Form von Steinmehl. Und dieses Steinmehl wird versetzt mit entsprechenden Leimanteilen. Und dann wird es in Form gegossen. Steht, muss ungefähr 3 Tage stehen, bis es getrocknet ist. Und nach den 3 Tagen können dann diese Figuren farblich behandelt werden. Also schwarz, braun, rot, blau. Man kann also alles Mögliche verlangen, was man möchte. Und die Problematik ist eben nur der Preis. Und wir haben ja heute große Probleme in Ägypten, weil kaum Touristen da sind. Und da kann es schon mal passieren, dass Ihnen ein Bazarhändler sagt, also wenn du diese Figur haben willst, dann ist diese Figur schon mal 30, 40 Euro wert. Die kann auch 50 Euro gehandelt werden. Und es liegt jetzt an Ihrer Intelligenz zu sagen, ja, ich bezahle es oder ne, ich bezahle es nicht. Im Schnitt denke ich aber mal, mit 30 Euro ist so eine Figur gut bezahlt. Das wäre es mal für heute gewesen. Das nächste Mal stelle ich eine andere Art Figur vor, zum Beispiel den Gott Anubis. Und da sage ich mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal.